Hallo liebe Zuschauer, heute melden wir uns aus dem Signal Iduna Park. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Was wird uns die Borussia aus Dortmund heute zeigen, Buschi? Sie treten zu Hause extrem souverän auf in dieser Spielzeit. Kein Wunder also, dass sie noch keine Partie verloren haben. Das weiß der Gegner natürlich auch. Es wird eine schwierige Kiste, hier was mitzunehmen. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Und so tritt der BVB heute also an. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Kurz zum Spielort. Ein wirklich tolles Stadion, dieser Signal Iduna Park. Im Volksmund wird der Bau aber wohl auf ewig Westfalenstadion heißen. Und mit dem Borusseum verfügt es sogar über ein vereinseigenes Museum. Dort wird, ja klar, die Geschichte des Clubs erzählt. Tradition pur im Revier. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Schmelzer. Fairer Einsatz hier. Strobel. Und Raphael. Hazard. Geht vielleicht was für Gladbach. Und er schießt. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Und nun Götze. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Aubameyang. Der ist drin. Da kann der Torwart überhaupt nichts machen. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Jetzt haben wir die erste Führung in diesem Spiel. 9 Minuten hat es gedauert. Hazard. Kramer. Den spielt er wieder zurück. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Piszczek. Das könnte die Chance werden. Super Flanke. Gute Flanke, aber sie können trotzdem klären. Geht er rein? Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ball im Aus, es gibt Einwurf für die Borussia. Kramer. Den spielt er steil. Das ist Kramer. Guter Versuch, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei.
Strobel. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Castro am Ball. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Macht er ihn! Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Klasse gespielt. Da geht er dazwischen. Wichtig. Er hat den Ball da draußen. Götze. Jetzt Aubameyang. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Weiter Ball auf Aubameyang hier. Das macht er gut. Vorteil jetzt für Borussia Mönchengladbach. Sokratis mit dem Einsatz hier. Oh, Marco Reus. Weigel. Jetzt wird's gefährlich. Ganz souverän hier vom Torhüter. Und Götze. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. Einwurf für den BVB. Und nun Götze. Reus. Sehr gut reingespielt. Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. Da hat er klasse gearbeitet. Dembélé. Und Götze. Das könnte gefährlich werden. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt vielleicht. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Gonzalo Castro jetzt. Weigel. Jetzt vielleicht der BVB. Sie suchen die Lücke. Gute Aktion. Sie bekommen eine Ecke. Sommer kann den Ball wegfausten. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Und hier nochmal die Grätsche in der Zeitlupenwiederholung. Ja, und Wolf, du weißt, oft ja nur das letzte Mittel, aber hier die richtige und gute Aktion. Strobel. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen.
Ibrahima Traoré. Geht vielleicht was für Gladbach. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Götze. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Da passt er auf und geht dazwischen. Weigel. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Das macht er gut. Sie haben den Ball. Reus. Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen, Buschi. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik den einen oder anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe sollte man vermeiden. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Den Ball treibt. Stark gemacht, das könnte was werden. Aubameyang, brillant gemacht. Und ein weiteres Tor und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wendt. Die Gäste werden wechseln. Und das ist jetzt eine Chance. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Schussversuch. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Ecke für Borussia Dortmund. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Den spielt er in den Lauf. Da gewinnt er den Zweikampf. Die Gladbacher wieder am Ball. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Götze hier mit Vorwärtsdrang. Er lässt den Gegner stehen. Flanke abgefangen von Toni Janschke. Reus. Gut verteidigt hier. Weigel. Das könnte gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Abgefangen, gut gemacht.
3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Kramer. Raphael! Da hat der Torwart gar kein Problem. Und damit ist das Spiel aus. Der BVB gewinnt. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's. Deutlicher Sieg heute in dieser Partie. Sie konnten hier 2 Tore erzielen. Eine gute Leistung. Stark gemacht, das könnte was werden. Aubameyang. Und jetzt, das ist jetzt seine Chance. Mario Götze. Schussversuch. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion.